Grüße aus dem wundervollen Tranholmen, eine autofreie Insel vor Stockholm, wo ich ein bisschen Pause eingelegt habe von meiner Interrail-Tour, die die Städte aufsucht, die schon ziemlich weit vorne sind in Sachen Verkehrswende, die aber auch dafür gesorgt haben, dass ich eine Pause brauchte, weil unglaublich viel Abgase immer noch bestehen und unglaublich große Hitze war. Barcelona war 10 Grad heißer in der Nacht noch als die Umgebung, weil sich diese Stadt einfach nicht mehr abkühlt. Umso wichtiger wird die Verkehrswende, umso wichtiger ist auch das Signal, dass Mobilitätswende nicht mehr nur Antriebe, ach, eigentlich ja nie, betroffen hat, sondern eben eine gesellschaftliche Transformation bedarf. Und da erreicht mich gerade heute die Nachricht, dass Autokorrektur eins von 10 Büchern ist, was für den Wirtschaftsbuchpreis des Handelsblattes und anderen, also der Buchmesse, ich werde sie gleich mal taggen, ich bin gerade noch ein bisschen aufgeregt, nominiert wurde. Und das ist etwas, was ich natürlich ehrt mich das ja. Und natürlich bin ich auch eitel genug, dass ich da eine Wertschätzung meiner Arbeit sehe. Aber ich sehe auch, dass solche Themen überhaupt in solche Bereiche kommen. Dass das Handelsblatt und andere, ein Buch wie Autokorrektur, was sehr nah an den Menschen ist, in den Zirkel von 10, 20, 22er Wirtschaftsbüchern nimmt, ist für mich ein Signal, richtig, richtig hart weiterzumachen. Vielleicht auch weiterhin viel zu viel zu arbeiten. Aber eine echte Bestätigung für meine Arbeit in dem Sinne, dass ich intersektionale Verkehrswende vorantreibe und eben nicht auf die Technik schaue, sondern auf die Menschen. Ich danke auf jeden Fall allen, die das ermöglicht haben, die mir auf der Lesereise vor meiner Sommerpause Mut zugesprochen haben, die zu meinen Lesungen gekommen sind, die das Buch gekauft haben. Und natürlich danke ich auch, dass ja, so ein, wie ich finde, ja doch, etwas konservativeres Blatt, eine etwas konservativere und durchaus nicht unproblematische Buchmesse. So ein Buch aufnehmen in einen Reigen. Ich habe mal geguckt, wer diese Preise vorher erhalten hat. Ich bin krass begeistert, dass ich da stattfinde. Und es macht mir Mut, dass wir vielleicht zusammenrücken, dass wir begreifen, dass diese Krise gar nicht so eine Krise ist, sondern eine Chance zur Veränderung. Und ja, das wollte ich kurz mal mitteilen. Gleich geht's nach Tallinn.